So, zuallererst schlafen. Und dann gucken wir uns weiter nach diesen doofen fliegenden Hirnen um. Also ja, es gibt hier definitiv jede Menge leckeren Loot. Aber die Gegner sind echt nervig, jetzt wo die angefangen haben, diese Erdbeben zu schmeißen. So, also wir müssen raus und dann uns hier umgucken. Raus wäre durch die... Oh oh, wo kommt ihr denn her? Nee. Ich will nicht in Nahkampf. Da muss ich wieder zu viele Schilde und Waffe aufheben. Na gut. Vielleicht stirbst du so ein bisschen schneller. Zack. Ja, definitiv schneller. So. Karte sagt, hier waren wir noch nicht. Gucken wir mal. Das sind zu viele. Es kann ja auch sein, dass sie diese Spezialfähigkeiten nur machen, wenn mehrere da sind. So viel dazu. So. Komm, mach Platz. Wir wollen doch bloß eure Schatzkammer plündern. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie viel Sinn das macht. Es kann gut sein, dass wir jetzt gar keine Möglichkeit mehr haben, irgendwas zu kaufen oder zu verkaufen. Bei den Eibel gibt es noch den Bogenmacher, wo wir Sachen loswerden können. Und wirklich was Neues kaufen können wir nirgends. Also, außer beim Bogenmacher, aber da haben wir schon die beste Armbrust gekauft. Wenn ich mich recht erinnere. Dreizack Knochenspitze. Der ist nicht wirklich gut. Könnten wir also auch verkaufen. Die Notiz war reinlegen, duplizieren. Ja. Oh, Silbermünzen und noch eine Zwergenplattenrüstung. Ein Mana-Trank ist besser als das. Und noch ein Mana-Trank ist besser als die Rätselschriftrolle, die wir auch nicht mehr brauchen. Ja, definitiv viele gute Ressourcen. Gucken wir auf die andere Seite. Da scheint nämlich wirklich so eine Art Schatzkammer zu sein. Oder auch nicht. Aber es sah gerade so aus mit diesen zwei Gängen. Zack. Na komm. Wenn ich mir die Karte so angucke, also wie ich die Karte eben so angeguckt hatte, dürften hier nicht mehr allzu viele Hirne sein, weil hier haben wir schon alle umgebracht. Oh, da geht's auch noch weiter. Ja, okay, vielleicht gibt's doch noch ein paar. Chum. Gehen wir erstmal hier schön außen lang. Damit wir eine Verbindung zu dem unteren... unteren Bereich bekommen. Ich glaube, ich gehe gleich einfach mal spaßeshalber in den anderen Bereich zu den anderen Außerirdischen. Mann. Denn das hier macht definitiv keinen Spaß. So. Oh, gut, passt hier nicht. Doch. Menschenknochen, Bannons Reserve und ein Ast der Vergessenheit. Die Stiefel lassen wir mal hier. So. Dann geht's da rum und hier ist dann hoffentlich eine Verbindung. Wenn wir nicht so einen riesen Umweg jedes Mal laufen müssen. Und ja, schön verbunden. Das heißt, wir müssen noch gucken, wo es da weitergeht. Da weitergeht, da weitergeht und hier weitergeht. So geht's schon mal nicht weiter. Doofe Hirne. Nee, Magie scheint da echt nichts zu bringen. Schild von Pausen. Ah.
Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Wir sind durchgehend am jetzt kommen wir nicht mehr ran. Und das war der falsche Zauber. Ich mag die nicht. So. Komm, jetzt schlagen wir dich tot. Na, eine Armbrust hast du ja noch. So, du kriegst jetzt die doofe Axt. Was haben wir noch an Waffen? Smaragdklingen. Mal probieren wir die Smaragdklingen aus. Mit etwas Glück klappen die, ja? Wenn sie uns nicht gleich wieder aus der Hand geschlagen werden. So, Heilung. Heilung. Oh, das werden ja immer mehr von den Viechern. Komm. Wir wollen jetzt nicht von denen umkreist werden. Bringt die schnell um. Damit wir zu unseren richtigen Waffen können. So, Schild. Valkyrie. So, sein Schild. Sein Schild. Seine Waffe. Seine Waffe. Gümmelaxt weg. Und wo seid ihr doofen Hirne? Seine Valkyrie. Sein Schwert. Sein Schild. So, und jetzt lass uns bitte mal ein, zwei Angriffe machen, ohne dass wir gleich entwaffnet werden. Lebenspunkte sehen auch nicht besonders gut aus gerade. Komm um die Ecke. Zack, zack, zack. So, jetzt halten wir die schön auf Distanz. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diese ganze Entwaffnungsgeschichte. Nein, wo kommt ihr denn her? Oder du denn her? Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Wo sind wir? Wir sind da. Ich laufe jetzt einfach mal schön weit weg, mach die Tür zu und hoffe mal, dass wir jetzt schlafen können. Sonst haben wir ein Problem. Zack. Ja, das sieht doch gut aus. Mann, 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 fiese Hirne da. Wir hätten mehr... Oh. Ich wollte gerade sagen, wir hätten mehr Fernkampfwaffen mitnehmen sollen, dass wir immer schön weglaufen und die beschießen können. So, heilen wir Bakata, heilen wir ihn. Und ich hoffe mal, dass die Viecher nicht respawnen, weil unsere Aufgabe ist ja hier eigentlich alle umzubringen. Da wäre ein Respawn ganz schön übel. So, wo geht's weiter? Wir müssen da noch hin. Ich ignoriere jetzt einfach mal den 4er, 5er Trupp, der da hinter uns noch ist. Den können wir hoffentlich umgehen. Und sobald wir hier die Ecke erforscht haben, gehe ich auch in das andere Gebiet. Also mit den anderen Außerirdischen. So, hier ist nix. Karte, was sagst du? Da könnte noch was sein. Und da ist auch was. Na, Schatztruhen? Nö. Keine Schatztruhe. Hier vielleicht? Schatztruhe? Ja. So, was haben wir diesmal Schönes? Eine Salbe? Ein Diamant? Hm. Dafür lassen wir auch mal eine Salbe hier. Oder haben wir noch irgendwas Unwichtiges?
Rundschild. Oh, Rundschild der Heimlichkeit. Jetzt haben wir schon drei Heimlichkeitssachen. Wo wir noch nicht wissen, wie genau das funktioniert. Da kann das hin. Empty. Wir haben lauter Krimskrams zum Verkaufen. Wir haben Rüstung zum Anlegen. Na gut. So, hinter uns geht's noch weiter. Das sieht irgendwie wichtig aus. Das sieht nach einem Gefängnis aus. Okay, dich machen wir wieder zu. Sind hier überall Teleporter? Nein. Das ist doch besser als ein Teleporter. Was zur Hölle war das? Eine Teleportfalle? Auch nicht schlecht. Oh. Die Bienenschwärme machen eh nicht besonders viel Schaden und nehmen eigentlich nur Platz weg. So. Komm schon, ihr könnt ja nicht so viel aushalten. So, einer weg. Und... komm schon. Noch einer weg. Wo ist die Truhe hin? War hier nicht eine Truhe drin? Das war eine doofe Falle. Hat so richtig schön mit unserer Gier gearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt die eine Truhe nicht bekommen, wo die Falle dran war, und haben die andere Truhe nicht bekommen, weil sie einfach nur eine Illusion war. Also die hier drin. Unlock. Oh. This is already unlocked. So. Verschwinde. Doofes Hirn. So. An ornate lock. This is already unlocked. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ha. Okay. Und jetzt können wir wahrscheinlich zurück in den Gefängnistrakt. Ja. So. Die Tür haben wir noch nicht und die Tür haben wir noch nicht. Die eine Tür sah wichtig aus. Nehmen wir erstmal die unwichtige, da ist nix. Und die wichtige. Ha. Huh. Kann man nicht aufmachen? Ja, Schlachter. Ölflasche. Leer. Au. Ah, das ist eine komische Ecke hier. Also, ob das wirklich ein Gefängnis ist? Ah. Ja, es wird ein Gefängnis sein, weil so viele Fallen direkt vor der Tür ausgelöst werden. So, noch was zum Legen. Ich wollte eigentlich nicht alle meine Ölflaschen loswerden, sonst kommen wir irgendwann in eine dunkle Ecke und kommen da nicht weiter. So, was ist in der letzten Zelle? Eine Wächterkugel. Und sonst nix. Ham, ham, ham. Na gut. Dann müssen wir jetzt hier wieder raus. Da wieder rum. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es jetzt nur noch diese 5 Hirne auf der einen Seite. Also die wir hier irgendwo abgehängt haben. Und wenn wir die umgebracht haben, dann haben wir die eine Rasse ausgelöscht. Die Karte sagt, da geht's zurück zum Eingang. Ich glaube zumindest, dass wir da reingekommen sind.
Aber wir speichern einfach gleich mal kurz ab. Machen dann eh einen Cut und dann gucken wir, ob wir in den anderen Bereich jetzt noch zurück können und da auch plündern. So, speichern. LP 040. Und bis gleich.